So, dann schauen wir doch mal. Wenn ich das mache, geht das hoch. Das ist okay. Wenn ich das mache, geht irgendwo was anderes hoch. Ah, das geht hoch. Und geht dann langsam runter. Gut, ich weiß, was zu tun ist. Ich meine, das hier schaffen wir niemals. Also kommt hier das Häschen drauf. Dann hier drauf. Und durchlaufen. Ja, den meinte ich mit den Augen. Sehr uncool. Okay. Puh. Ich weiß ja nicht, ob mein Vertrauen da gerechtfertigt war. Gut. Oh. Okay. Alles unsichtbar. Na, nochmal diese Pizarro-Babys. Nein, das wollte ich nicht. Nehmen wir den hier. So. Huch, das Ding ist betäubt. Gut, beide tot. Laufen wir mal hier an. Die Szene brauche ich nicht mehr. Also weiter hier lang. Okay. Da muss ich da hinten wohl mein Häschen draufstellen. Hier. Dann auf der anderen Seite komme ich dann hoch. Hoffe ich doch mal. Ah. Komm. Ja, klappt. Sehr gut. Ach ja. Da sind Mäuse drin. Mäuse mit Spazierstock und Brillen. Sieht aus, als ob die pokern. Cool. Ja, wo geht's lang? Hier geht's lang, hier geht's lang. Überall geht's lang, lang, ja. So sieht's aus. Da unten geht's auch lang. Zack. Okay, wofür ist das? Nein, warum hab ich... Warum habe ich immer diese komischen Teekanne ausgewählt? Wo ich sie nie benutze. Ich die auswähle eigentlich. Au! So. Au! Au! Hallo? Wie oft darf der schießen? Also das ist zwei. Wahrscheinlich sind es zwei. Jetzt sind die da unten. Super. Okay. Was machen wir hier? Ah, okay. Nee, nicht okay. Sind die auch verbunden? Wahrscheinlich. Ich denke mal schon. Gut. Ja, sind sie. Jetzt müsste ich nur wissen, welchen ich zuerst machen sollte. Okay, gut. Tot. Ich habe den Dampf eben echt nichts gesehen. Nochmal, nochmal. Moment, das sieht. Da kann man doch eigentlich normalerweise gucken, wo man lang muss, oder? Ich weiß es gerade nicht. Dein ist eine Erinnerung. Komme ich daran? Durch Springen. Vielleicht. Ja, klappt. All diese Studenten, die nach Papas Aufmerksamkeit lechzen. Darf ich den Teewärmer halten, Sir? Darf ich einschenken, Sir? Speichellecker. Okay. Ja, jetzt gucken wir nur noch, ob wir hier richtig sind. Ein Zahn. Nicht ehrlich, oder? Das habe ich nicht für einen Zahn getan. Anscheinend schon. Gut. Dann würde ich sagen... Nee, da soll das Häschen drauf. Gut, ich müsste richtig sein. Oder... Ah, ich müsste... Muss, wenn ich hier drauf bin... Cool, das sind Skelettviecher. Jetzt habe ich es verstanden. Wenn ich dann hier auf dem Ding draufstehe... Hier.
dann kann ich ja auf das Teil auch wieder ein Häschen legen, weil wir haben ja wieder eins. Und dann komme ich erst so darüber. So ist das gemeint. Ja, sehr interessant. Gut, der muss jetzt erstmal ein Stuhl runter. Das ist echt langsam. Da brauche ich wirklich viel Zeit wahrscheinlich, um das alles zu machen. Also, wir werfen hier das Häschen drauf. Springen hier rüber. Und hier hoch. Jetzt ist das Ding ganz oben. Springen hier drauf. Das Häschen lassen wir explodieren. Wir machen hier ein neues Häschen drauf. Damit die andere Seite hochgeht. Und wir sind oben. War doch einfach, oder? Ja. Es wurde gespeichert. Sehr gut. Sehr gut. Dann mache ich jetzt eine kurze Pause. Bis gleich. Und da wären wir wieder. Bei den Puppen. Und der Musik. Und den verrückten Kindern. Naja, alles wieder beim Alten. Ich habe mal einen Tag Pause gemacht. Und jetzt dürfte es auch wieder gut weitergehen. Ah, und ich renne wieder wie blöd durch die Gegend. Ah, der Schalter war echt schwer zu finden. Naja. Umso besser. Und noch mehr Spitzen. Juhu! Jetzt kommen schon auch nur noch unsichtbare Sachen. Da unten war ich da mal? Sieht irgendwie aus wie was, was ich schon mal betreten habe. Aber da gibt es nichts Interessantes. Naja. Ah, die Plattform ist auf die Stacheln gegangen. Das ist vorteilhaft. Noch ein Vogel. Mit Hut? Vogel mit Hut. Gut. Soll ich lang? Da links? Ich habe den Schalter gesehen. Aber ich schaue erstmal. Ah, da muss ich bestimmt wieder schnell sein. Na, mal gucken. Zack. Ja. Okay. Kurzzeitig sind die Stacheln weg. Aber bestimmt nicht lange. Wow. Wow. Und geschafft. Nee, die kommen doch noch nicht so schnell raus. Naja. Oder vielleicht, weil ich es geschafft habe. Das kann natürlich auch sein. Kindsköpfe. Du alter Kindskopf. Okay, scheint da irgendwo rein. Plupp. Gut, hat funktioniert. Schauen wir da erstmal hin. Oh, Zähne. Naja. Naja. Normalerweise würde ich sagen, besser als nichts, aber wir haben alles voll, also nichts. Schon wieder. Ja. Du hast mir genug gezeigt und mir deswegen schon ein Drittel der Zeit gestohlen. So. Okay. Jetzt ist es explodiert? Das würde mich wundern. Naja. Hä? Ah, hier waren wir schon mal. Diesmal zur anderen Seite. Bringt das noch was? Nein. Ich renne hier im Kreis und merk's nicht. Naja. Ja. Geht mal runter. Bitte? Bitte? Okay, vielleicht ist das Ding doch nicht so nutzlos. Probieren wir es mal so. Ja, das klappt. Ah, weiter beeilen. Ich muss gleich mal die Musik lauter machen. Ja, das wär's gewesen. Ich höre hier fast nichts gerade. Nicht, dass ich irgendwelche Schweineschnauzen überhöre. Das muss ja nicht sein.
Ich möchte nochmal als Babykopf fungieren. Das war doch ganz cool. Das möchte ich bitte nochmal machen. Okay. So, und jetzt. Zack. Funktioniert. Okay. Da unten sind Schleimis. Ah, nur die ganz kleine Variante. Na, kommt die unendlich nah. Nein, falsche Waffe. Gut, das war jetzt nicht so schlimm. Schauen wir mal hier rein. Nichts. Und hier. Oh, eine Flasche. Gut. So, und hier. Auch nichts. Noch so ein Schleim. Schon gewundert. Irgendwas hat doch ein Quiekgeräusch gemacht. Ja. Wieder die Dinge. Bleibt der oben? Ich hasse solche Sachen. Die kommen dann immer dann runter, wenn man es nicht erwartet. Ah. Hilfe. Okay, das war nichts, wo ich jetzt kleine Adders durch muss. Gut zu wissen. Ich komme hier gleich zwischendurch wieder raus. Sehr interessant. Vielleicht so. Ja. Und du? Man auch nur so durch. Und wieder eine Puppe. Ja. Hallo. Ja, ja. Oh. Hilfe. Dann machen wir erstmal die kleinen kaputt, wenn es hier nur solche Sachen sind. Sollte das nicht so schwer sein. Na komm, hau. Oh, ist dein Kleidchen verloren? Haha. Au. Da bin ich zu früh ausgewichen. Dreh dich doch nicht immer um. Das ist unhöflich. Au. Die halten echt gut was aus. So. Habe ich hier gerade ein Schwein gehört? Drohungen, Versprechungen und gute Absichten sind noch lange kein Handel. Ja, ich denke, das ist nur das. Die komischen Stacheln, die irgendwo runterschlitzen mal wieder. So hört sich zumindest an. Oh. Gehen wir mal hier rein. Stimmt, lange kein Schlüsselloch mehr gefunden. Hm? Was ist das denn? Okay. Hier ist nichts. Mysteriös. Ich muss sagen, das Herz Königinreich hat mir besser gefallen. Da hatte ich ein Ziel. Jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich für ein Ziel habe. Ah, okay. Ich sehe schon mal, was mich erwartet. Ja, geil. Und da ist wieder so ein Eingang. Hm. 666. Die 1. Ja, scheint die richtige zu sein. Hebel! Ah, und jetzt gehen wir in die 2 rein. Ja, so sieht's aus. Gut. Hier noch was? Ja. Die unentdeckte Schuldige und der zu Unrecht Beklagte teilen ein ähnliches Schicksal.
Gefängnisse und Ketten haben viele Gesichter. Hm, naja, nicht unbedingt dasselbe Schicksal. Naja. Ah, ups. Ich muss echt auf das Fleisch achten. Das sieht doch aus wie Fleisch, oder? Was soll das sein? Gewebe? Hm. Mysteriös. Ah. Zack. Und bitte wieder weg. Muss ich da rüber? Na, dann gehe ich doch lieber von hier aus. Ich frage mich, wer hier überall durchgelaufen ist, wenn hier so viel Blut ist. Muss ja schon mal jemand da gewesen sein. Gut, da komme ich nicht lang. Vielleicht später. Jetzt sind wir bei der 4. Da ist die 3. Hier gibt es aber bestimmt wieder einen Schalter. Schalter. Na, super. Zeitschalter. Genau die Art von Schalter, die ich nicht haben wollte. Hö? Ich hätte gedacht, er öffnet das hier. Nein, ich muss da reinschießen. Oh, wow. Das hat mal geklappt. Perfekt. Na, geht's jetzt auf? Ja, genau. Dort würde ich hin. Ah! Oh, sind die einfach stehen geblieben. Ich habe gedacht, die bleiben stehen. So. Da hinten ist wieder so ein Hebel, der mich wieder anguckt. Aus großen grünen Augen. Ah. Ah, das Level ist eklig. Ist komisch. Ah. Und die 6. Gut. Raus hier. Bloß weg hier. Ich will hier nicht mehr hin. Hm, okay, das bringt uns in ein neues Gebiet. Mal gucken. Das könnte doch wieder so ein Kopfball sein. Ach, nee, schade. Nur eine Rutsche. Naja, immerhin eine Rutsche. Ist ja auch ganz nett. Glasrutsche mit Nägeln drunter. Hm, keine schöne Porzellanrutsche mehr. Hier gibt's Leben. Das ist doof. Wenn es Leben gibt, dann muss man die immer einsetzen. Hm, ja. Kein Kampf. Doch, ich höre doch was. Da ist ein Zug. Ach, hier. Die kleinen Viecher. Ja. Zack. Gott. Das Ding kommt doch bestimmt nicht alleine, oder? Hm. Mysteriös. Naja, vielleicht kommen ja noch welche. Ja, der Zug. Ja, genau. Zum Zug wollen wir mal. Irgendwann. Hm. Okay. Ah. Das ist schon mal eins. Ha, getroffen. Sehr schön. Gut. Also, wo muss ich hin? Na, es sieht so aus, als ob ich da drüben was draufpacken muss. Versuchen wir es mal so. Nein! Ah, Hilfe! Wow, das ist sehr interessant. Oh, so komme ich da nicht hoch. Auf keinen Fall. Okay, probieren wir es einfach mal andersrum. Ja, da muss der Hase drauf. Na komm, nicht so lahm. Zack. Und hier hoch. Nein. Oh. Das ist auch echt knapp. Schalter. Schalterrasch.
So, und jetzt andersrum, oder? War nur zu langsam, es geht bestimmt. Ich denke mal schon. So. Ah, schneller. Das hat mich nicht erfasst. Ich glaube, das war zu schnell. Ja, stimmt, ich bin hier. Gut. Oh, jetzt muss ich warten, bis das Ding wieder hochkommt. Langweilig. Wir gucken mal hier runter. Gibt's da bestimmt auch noch was zu sehen. Nicht?